wollte ich euch noch sowas random von so einer Seite zeigen. Und zwar heißt die Seite Snapmade. Ich packe sie euch in die Infobox. Da könnt ihr euch einfach solche Sachen irgendwie zusammenstellen. Also ihr sucht euch ein Produkt aus und dann könnt ihr das komplett personalisieren. Aber die sind halt nicht so jetzt zum Beispiel wie so eine Seite für die Handyhüllen. Die haben wirklich irgendwie alles. Also du kannst dir alles machen. Du kannst dir sogar Handtücher machen oder Decken. Da gibt es auch Handyhüllen und also wirklich alles Mögliche. Du kannst ja alles machen. Und ich habe mir gedacht, bin ich nicht mal so Mainstream und mache mir eine Handyhülle, sondern mache ich mir ein Kissen, beziehungsweise einen Kissenbezug. Und zwar habe ich einmal auf die Rückseite diesen, also das habe ich oft auch für Hardit gesehen. Und auf der anderen Seite ist mein absolutes Lieblingsmotiv drauf. Das habt ihr auch auf meinem Blog gesehen. Ich drücke das wirklich auf alles drauf. Also packe ich euch in die Infobox, von wem das ist. Habe ich auch von Pinterest, glaube ich. Ach ja, das wollte ich noch sagen. Ich packe euch mal mein Pinterest in die Infobox, weil mich so viele nach meinem Handy oder meinen Laptop-Hintergründen fragen. Die habe ich alle von Pinterest und ich habe es mir jetzt zur Aufgabe gemacht, immer wenn mir einer gefällt, dass ich die mal in meine Wallpaper-Sammlung pinne. Also schaut einfach mal vorbei, wenn ihr Interesse an Wallpapers habt oder anderen. Ich habe das Flanellkissen genommen. Ich schreibe euch nochmal in die Infobox auch meine Maße und den Preis und alles. Ist irgendwie eine coole Sache. Also ich stehe total halt auf so Sachen, mit denen ich mein Zimmer dekorieren kann. Beziehungsweise mein Bett, weil mein Bett ungefähr das der Hauptmittelpunkt von meinem ganzen Zimmer ist. Deswegen